Ja, hallo Leute, hier euer Toso, diesmal mit Tipps und Tricks. Und ja, es waren so viele Anfragen bezüglich der Aufnahme von der Xbox 360 und wie machst du das? Ja, und dann habe ich mir gedacht, machen wir einfach mal ein Video dazu und starten einfach durch. Das wird eine Serie sein, wo ich dann schlussendlich auch einfach zeig, wie ich das mache, und wenn ihr Fragen habt, schreibt das einfach und ich werde versuchen, euch zu helfen. Nun gut, wir haben hier die Xbox und ja, wie schaut das Ganze aus? Wir haben unser Gerät, dann haben wir den Bildschirm, das wird ja vielleicht mit einer Dolby Surround-Anlage verbunden sein und verbinden einfach die Xbox mit diesem Fernseher. Und mit einem normalen HDMI-Kabel. Warum ich das dazu sage, wird dann schlussendlich auch gleich besprochen werden, weil bei diesem normalen HDMI-Kabel Video- und Audiosignale übertragen werden. Weiters haben wir dann unseren Computer, ja, mit den Sachen, die wir dazu brauchen, die Grafikkarte und die Soundkarte. Das hat auch einen Grund, plus einen Bildschirm. Manche haben sogar zwei. Und eben Lautsprecher, das Headset oder nur die Kopfhörer mit dem Mikro, wobei wir dann verbinden wieder die Grafikkarte mit den Monitoren und mit einem HDMI-Kabel, mit einem PC-HDMI-Kabel. Und das bedeutet, dass hier nur Videosignale übertragen werden. Das solltet ihr dann wissen auch, ist auch bei der Soundeinstellung dann wichtig, und eben alles andere, was mit Sound zu tun hat, verbinden wir mit der Soundcard. Jetzt aber wollen wir natürlich das Signal von der Xbox in den Computer leiten können. Ja, ruckzuck. Und was machen wir da? Da brauchen wir natürlich wieder eine besondere Karte, eine TV-Karte oder eine HD-Capture-Card. Und ich verwende bei mir eine Avermedia HD-Capture-Card. Und das sieht dann schlussendlich so aus, weil bei der Xbox ja nur ein Ausgang, ein HDMI-Ausgang vorhanden ist, dass wir dann das Video- und Audiosignal einfach über den PC leiten und am PC-Monitor sehen und über die Soundausgabe von PC hören können. Also dann bleibt der Fernseher außen weg und ja, der Sound auch. Also läuft dann da alles über den PC. Ja, wir haben hier unsere Avermedia HD Capture Card. Die müsst ihr einfach nur googeln. Es gibt sicher schon bessere. Meine zum Beispiel kann nur HD Ready aufnehmen. Das ist ein Aufnahmeformat von 27 zu 1280. Full HD wäre dann bis 2009 irgendwas. Ihr wisst ja, wie das funktioniert. Und so wird das dann geliefert. Ist eigentlich alles vorhanden, was wir brauchen. Software dazu, die zeige ich euch dann beim nächsten Video. Die Karte ist einfach einzubauen, intern in den Computer, plus die Kabel, die wir dazu brauchen. Ist, glaube ich, fast alles vorhanden. Da könnt ihr dann anstecken, alles was ihr wollt. Das ist einfach die Adapterstelle auf einer Seite und beim zweiten Eingang ist der HDMI-Eingang. Das wäre die ganze Hexerei. Nun aber wollt ihr wahrscheinlich auch auf eurem großen Plasmafernseher gamen. Dazu brauchen wir wieder ganz was Neues, nämlich einen Y-HDMI-Verteiler, ja? Da gibt es zwei verschiedene Sorten. Der erste, der da aufgepoppt war, den habe ich. Verwende ihn selten, weil ich schaue meistens am Computermonitor die Games, und dann dieser erste HDMI-Y-Verteiler hat einen Verstärker eingebaut. Ich gehe da auf Nummer sicher. Es gibt zwar auch diese billigen Y-Verteiler, die da habe ich auch schon ein Video dazu gesehen. Das soll angeblich funktionieren, wenn wir in Serie zuerst einmal den Computer damit verbinden, den einschalten, das Signal laufen lassen und dann erst den Fernseher damit verbinden.
angeblich, bin mir aber nicht sicher. Ich weiß nur, dass das mit dem Verstärker selbst super funktioniert. Und dann schaut das Ganze so aus, wir leiten das in den Verteiler weiter zum Computer und von dem Verteiler geht auch noch ein Kabel weg zum Fernseher. Also, da habt ihr dann alles, was ihr sehen wollt. Ihr habt dann zwei Signale, eines am Fernseher und eines am PC-Monitor. Sowie habt ihr auch die den Soundausgang hier und auch hier. Da müsst ihr dann aufpassen, wenn ihr über zwei Lautsprecher arbeitet, dass ihr da nicht eine Rückkoppelung bekommt beim Aufnehmen, aber das ist eine andere Geschichte, da könnt ihr euch dann spielen, ihr werdet das schon rauskriegen irgendwie. Am besten aufzunehmen ist natürlich mit dem Headset, dass ihr weder eure Mitbewohner belästigt, noch falsche Signale reinbekommt über das Mikrofon. Gut, soweit, so gut. Das ist jetzt meine HDMI Splitter 1 Standard 2, ne? Die kostet, wenn ihr es googelt, ich habe es bei Amazon bestellt, so um die 20, 30 Euro. Und das billige Kabel, das ihr da gesehen habt, das kommt so zwischen 5 oder 12 Euro hin. Ihr könnt es ausprobieren, vielleicht funktioniert es, vielleicht nicht. Also dieses Gerät funktioniert auf jeden Fall. Hat sogar einen eigenen, weil es einen Verstärker drinnen hat, einen eigenen Stromeingang. Also braucht ihr da auch noch einen Stromanschluss dafür. Das sieht dann so aus, da rein und zweimal raus habt ihr beide Signale auf zwei Bildschirmen und funktioniert auch einwandfrei. Ja? Einmal rein, da raus, dann habt ihr das Bildsignal hier auf dem PC-Monitor und das Soundsignal zu eurer Soundausgabe. Okay, das war's eigentlich, Leute. Ja, so einfach geht das. Ich kann euch da wirklich nur viel Spaß wünschen beim Schrauben und Verkabeln, weil ihr braucht, wenn ihr jetzt die letzte Variante verwendet, einfach 1, 2, 3 HDMI-Kabeln plus HDMI-PC-Kabel, das sind schon 4, und die ganzen Kabel, die ihr braucht für eure Soundausgabe. Aber es macht Spaß und ja, haut rein. Ich hoffe, es hat euch geholfen und es war informativ für euch. Wünsche euch wirklich noch viel Spaß beim Let's Playen. Haut rein und ja, ladet eure Videos hoch. Euer Toso. Schönen Abend wünsche ich euch.